Okay, da können wir her. Würde ich mal vorschlagen, geht's hier hoch. Bist du in Munition? Ach, hier sind wir jetzt. Ist auf der anderen Seite verschlossen. Erstmal ein Feuer wärmen. Und ein bisschen leer machen. Und das geht's drum. Ist aber bestimmt beim letzten Mal einfach nicht aufgehoben. Das war nur allzu klar. Jo, wo soll es gehen? Ich weiß nicht, Korn. Aber bisher sind wir weitgehend ungestört. Munition herstellen. Und ich meine, wir haben auch noch drei. Das ist die Munition, die wir gekauft haben. Wir haben eine Munition gekauft, großartig. Die Geschichte der Weinherstellung auf Schloss Dimitrescu reicht bis ins 15. Jahrhundert zurück, lange vor der Zeit der derzeitigen Besitzer. Alcina Dimitrescu erweitert traditionelle Verfahren um ihre eigene Methode der Weinherstellung und verleiht ihrem Wein ein besonders reiches Bouquet. Ihrem besten Jahrgang verleiht sie den Namen Sanguis Virginis. Blut der Jungfrau. Er lagert in einer Flasche, die kunstvoll mit silbernen Blumen und Ornamenten verziert ist. Können wir die kaputt machen? Okay, hier müsste irgendwas reingelegt werden. Schade. Hätte ich auch keine Munition dran verschwenden wollen. Kann ich das nicht mitnehmen? Ist doch das Gesicht, das können wir doch für. Und ist der Augen. Das ist eines dieser Statuen, die wir brauchen. Ich mache hier Vasen kaputt. Und drüben ist noch eine andere Vase. Ich meine, wir werden hier auch scheinbar nicht aufgehalten.
Dann können wir hier Lärm machen. Schießpulver. Von der anderen Seite verschlossen. Okay. Wenn es mal irgendwas was war. Ich kümmere mal nix. Hier kommen wir nicht lang. Nix. Tja. Hier waren wir aber schon. Pistolen, Munition. Sind wir wieder hier. So ist jetzt wieder was. Hier waren wir doch, hier sind wir durchgekrabbelt. Verzug in dem Zimmer. Hier hingen wir doch. Schlafgemach Halle 4. Kaufmannszimmer. Sollte öfters auf die Map gucken. Im Empfangszimmer waren wir noch nicht. Da geht's aber lang. Doch, sie waren wir schon. Ganz am Anfang. Nichts passiert. Hätte mich auch gewundert. Haupthalle. Weinzimmer. Da wissen wir mal, wie viel es hier noch gibt. Die Diskus-Gemächer finden. Ist die Wahlauffahrt? Da kommen wir nicht lang. Da auch nicht. In der Haupthalle kommen wir auch nicht weiter. Ich laufe die ganze Zeit mit gezogener Waffe rum. Greift mich aber keiner an.
Okay, hier komme ich nicht durch. Hier geht's in die Haupthalle. Ist nach wie vor nichts. Da müsste ich halt lang. Von der anderen Seite verschlossen. Müssen wir irgendwie einen Weg finden, auf die andere Seite zu kommen. Wenn es hier irgendwas gäbe. Gibt's was über den Wein? Ja. Das Einzige, was uns irgendwie ein bisschen weiterhilft, habe ich in Jemech, haben wir aufgehängt worden gesehen. Da gab es einen Hebel. Und mir fällt nicht ein, wie ich, aber den konnte ich einfach nicht benutzen. In dem Moment. Ich sehe doch irgendwas hier. Das ist nach wie vor der. Ich lasse mal lieber offen. Irgendwas Wichtiges übersehe ich hier. Hat er seinen Namen? Immer speichern, das ist etwa kein. Oh, da gibt es einen guten Schädel, den können wir verkaufen. No Stains der Berühmte. No Stain, ein Handwerker des späten 19. Jahrhunderts, wurde in seinem Heimatland als Ketzer gebrandmarkt. Er wanderte umher, bis er sich in einem abgelegenen Dorf niederließ. Dort schuf er viel Kugellabyrinthe. Das Schloss, das Haus auf dem Hügel und das Wasserrad und den eisernen Turm. Kurz nach ihrer Fertigstellung hielt er sich eine Waffe an die Schläfe und nahm sich das Leben. Jedes Labyrinth ist einzigartig und funktioniert nur mit der jeweiligen speziell gefertigten Metallkugel. Labyrinthe enthalten kristalline Überreste, bei denen es sich um die menschlichen Überbleibsel von Nordsteins viel geliebten Frauen handeln sollte. Der berühmte sind ihre Gräber. Okay, wo kriegen wir eine Kugel her? Wenn du willst, kann ich deine Waffen aufrüsten. Gegen eine kleine Gebühr. Hals- und Beinbruch. Ja, später.
Hier passiert doch irgendwas. Eine Schalte umnutzen. Hm, vielen Dank. Okay, können wir nichts machen. Hier waren wir schon. Den Raum haben wir eigentlich auch schon abgearbeitet. Können wir das Feuer löschen, durch den Kamin krabbeln? Das ist doch ganz bestimmt ein Hebel. Aber wie? Und was müssen wir hier doch machen können? Nur unser Messerstumpf. Diesen Raum haben wir noch nicht alles gesehen. Aha, Mädchen bei der Ernte. Das Kleid und die Handschuhe von der einen Vampirdame. Schloss ließ sie sich nicht knacken. Da ist ein Schloss. Hier in der Hand der 4 ist etwas. Kaufmannszimmer ist eher das so eine Aktion mit dem der Sache. Was übersehe ich hier? Hier gibt es inzwischen dann auch nichts zu sehen. Also wir kämen hier irgendwie lang. Zweifel, dass da noch was ist.
die kommen wir nicht mehr lang. Das sind Schuhe. Absolut nichts. Ein Kristallfragment. Bringt uns jetzt was genau? Das können wir verkaufen. Aber gerne. Beachte mich gar nicht. 6000 Magazingröße. Und die Magazingröße schon für 400. Volle Kraft. Volle Rate. Nachladegeschwindigkeit ist auch was wert. Wird aber lieber hier die Magazingröße erstmal vergrößern als bei der Waffe. Aha. So, 500 Nachladegeschwindigkeit. Boah. Diese Hände sind geschickter, als sie vielleicht aussehen. Hals- und Beinbruch. Ein 60 Schuss mit und da auch. Werden wir mal ausprobieren müssen, was wie funktioniert. Hier funktioniert nichts. Bin nach wie vor ziemlich planlos. Sind auch schon 10-mal lang. Dass wir hier nicht lang können, ist relativ eindeutig. Ich irre hier noch sinnlos umher. Pure Zeitverschwendung. Okay. Ich hatte die Lösung eigentlich die ganze Zeit vor der Schnauze.
Aha. So nämlich. Den Ring müssen wir nur entfernen. Dann können wir das Auge hier reinstecken. Da muss man aber erstmal drauf kommen. Oh je. Das ist nicht gut. Ich habe lange keinen Mann mehr aufgeschlitzt. Ich fessel dich. Schlitz dich auf. Und sieh einfach zu. Willst du tot oder lebendig verspeist werden? Ob das irgendwas gemacht hat. Das Feinzimmer. Sind wir wieder zurück oder was? Sei mein Spielgefährte. Okay, hier kommen wir nicht lang. Hilfe. Mit dem mal fliegen. Heute war mein erster Arbeitstag im Schloss. 9. Juni 1958. Ich war schockiert zu erfahren, dass die Bediensteten allesamt Frauen sind. Mhm. Die Herren und ihre Töchter waren überaus erpicht darauf zu betonen, dass sie nicht beißen würden. Das war schon etwas merkwürdig. 13. Juni 1958. Ich arbeite jetzt schon 2 Wochen im Schloss und fürchte mich ein bisschen. Adela, eine der Dienstmägde, hat irgendetwas falsch gemacht. Und die Komtesse Daniela hat ihr mit einem Messer das Gesicht aufgestützt. Ganz logische Verhaltensweise. Jetzt kann ich sie nachts weinen hören. Es ist, als würden Geister durch die Gänge spuken. Ich will nach Hause. 8. Juli 1958. Ich weiß nicht mehr weiter. Die Komtessen haben sich beim Abendbrot beschwert, dass es zu heiß sei. Also habe ich das Fenster geöffnet. Wirklich nur ein Spalt. Und sofort haben sie mich angeschrien. Alle drei. Ich soll das Fenster zumachen. Jetzt habe ich Angst, dass sie mich in den Keller bringen und für immer wegsperren. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Was soll ich dann doch nur tun? Schöner Hinweis. Müssen wir die Fenster öffnen.